Nach langer Zeit kommt mal wieder ein Bier von der Kammer Bavaria hier auf den Kanal. Warum so ein Fläschchen hier für mich als Bierblogger durchaus Vorteile bietet, das verrate ich euch alles, wenn ihr kurz dranbleibt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Bierverkostung, wie jeden Tag hier auf dem Kanal. Und wenn ihr genau Bock habt, Bierverkostungen zu sehen, dann solltet ihr auf jeden Fall ein Abo von diesem Kanal haben. Sollte das noch nicht der Fall sein, dann ist da unten in der Ecke der Knopf, um das jetzt noch schnell auszumerzen. Und damit herzlich willkommen, wie gesagt, zu einer weiteren Verkostung hier auf dem Kanal mit einem Bier von der Kammer Bavaria. Ich muss ganz ehrlich sagen, lange nichts mehr von denen hier auf dem Kanal gehabt, aber umso glücklicher bin ich heute, dass sich das mal wieder ändert. Und zwar kommt das Kammer Island hier auf den Kanal mit einem schönen Papageien vorne drauf. Und ich habe es eingangs gesagt, für Bierblogger bietet tatsächlich ein Bier von der Kammer nur Vorteile. Warum? Man spart sich relativ viel Rechercheaufwand. Man muss jetzt nicht irgendwie kompliziert schauen, was sind da für Hopfensorten drin, welche technischen Daten gibt es. Dafür gibt es immer hier einen richtig schönen Steckbrief auf der Flasche und da steht eigentlich so alles drauf, was man so wissen möchte. Und in dem Fall sind es 6,6 Volumenprozent Alkohol, 15,2 Grad Plato, 30 Bittereinheiten. Malztechnisch wurde Pilsnermalz, Weizenmalz und Hafer verwendet. Hopfen, Citra, Equanaut und Mosaik und eine Ale-Hefe kamen zum Einsatz. Ich habe euch auch gar nicht verraten, was es für ein Bierstil ist. Aber was könnte man denn daraus machen? Gut, ein obergäriges Bier. Citra, Equanaut, Mosaik, das ist relativ fruchtig. Weizen und Hafer, das wird vermutlich auch ein bisschen trüber werden. 30 Bittereinheiten ist jetzt auch nicht so viel für möglicherweise ein IPA. Und es bietet sich tatsächlich an, dass es in die New England-Richtung geht. Und das machen die Herrschaften hier in Seon auch. Also ein New England IPA unter dem Namen Kammer Island kommt heute auf den Kanal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Etikett alleine unterscheidet sich schon so ein bisschen von den Etiketten, die ich von der Kammer kenne, aber nicht negativ. Hier oben ist dann wieder alles beim Alten, beim Kronkorken. Da ist das übliche Kammer-Logo drauf. Und ich weiß, was da jetzt gleich kommt, nämlich ein gutes Bier. Und zumindest vermutlich. Oh, eieieiei. Ich riech's ja schon, ich riech's ja schon. Also das ist durchaus jetzt wieder mal was hier eher in die... Oh. Ja, die Kammer ja ein bisschen auch, sag mal, Showroom von der Braucon. Und da will man natürlich auch amerikanischen Brauereien oder, amerikanischen Brauereien. Gibt ja genug Brauereien, die auf der ganzen Welt mittlerweile New England Biere brauen. Und da will man natürlich mal zeigen, was man so kann. Und jetzt schauen wir es uns einfach mal an. Also, wir haben ein sehr trübes Bier. Das ist, würde ich mal sagen, schon der erste Check für das Thema New England. Wir haben einen Schaum, der oben so mit zwei Finger breit oben drauf sitzt. Nicht zu kompakt. Ob er haftet, kann ich jetzt nicht sagen. Dazu ist das Glas zu voll. Ansonsten sieht man auch relativ wenig, denn die Trübung ist auch schön gleichmäßig, genauso schön gleichmäßig weiß wie der Schaum obendrauf. Aber macht auch einen sehr stabilen Eindruck im Übrigen, das muss man jetzt hier gerade an der Stelle auch mal erwähnen. Und in der Nase, ich habe es eben gerade beim Flascheöffnen schon gemerkt, das geht dann natürlich sehr in die tropische Fruchtrichtung. In dem Fall ist es eher so Maracuja, ein bisschen Zitrusfrucht, wobei das eher Grapefrucht ist in dem Fall. Und so ein bisschen Papaya, aber haut's mich oder schlagt's mich, da ist Banane im Hintergrund, oder? Ich meine, was bei einer obergärigen Hefe ja jetzt nicht völlig abwegig wäre, aber da ist eine schöne Bananennote da. Ganz dezent, aber doch da. Passt natürlich auch hervorragend und habe ich so auch noch nicht in einem New England IPA gehabt. Also ja, vielleicht wieder mal alles richtig gemacht. Sehr zum Wohl, cheers! Ja, wie soll es denn so sein, so ein New England IPA? Na, darf schon ein bisschen juicy sein, oder? Boah, das ist extrem juicy. Also das ist wirklich, das geht wie Saft aus der Flasche runter. Frisch gepresst und da ist der Hopfen halt gerade frisch gepresst. Richtig, richtig gut. Es bleibt fruchttechnisch bei dem, was wir eben gehabt haben, wobei jetzt ein bisschen die Zitrusfrucht Oberhand gewinnt. Also in dem Fall ein bisschen Grapefrucht, Orange wieder.
Maracuja, würde ich sagen, ist auch noch sehr präsent. Papaya eher so ein bisschen im Hintergrund, aber macht so ein, gibt so ein bisschen so einen reifen Touch mit rein. Es ist super cremig, super weich. Ja, gut, wir haben es auch mit Weizenmalz und Hafermalz natürlich zu tun. Es ist überraschend wenig süß. Also es ist, hat so eine gewisse Grundsüße, aber die ist schon eher so ein bisschen auf der Bremse. Das gibt dem Hopfen ein bisschen mehr Platz. Und diese 30 Bittereinheiten, fairerweise muss ich jetzt sagen, wirken schon ein bisschen mehr, als eben sie wahrscheinlich rechnerisch da zustande gekommen sind. Also es ist, hat eine schöne, grundsolide Bittere, die aber sehr alleine da steht, eher so im grasigen Bereich angesiedelt ist und ja, da doch ziemlich solitär mittendrin steht. Und auf der einen Seite ist noch ein bisschen so dieses Fruchtige, auf der anderen Seite ist eben so ein bisschen das leicht malzig-süßliche. Aber das kann man wunderbar im Augenblick voneinander trennen und gibt ein ja, tolles Mundgefühl auch. Auf der einen Seite so ein bisschen die Fruchtigkeit, aber schön davon getrennt dann eben auch die Bittere. Die Anatomie der Zunge erlaubt es ja auch, dass es eben das Bittere dann eben halt auch in seinem Revier auf der Zunge eben so richtig schön zur Geltung kommen kann und das Süße eben an der anderen Seite. Von Würze auch, würde ich sagen, relativ wenig zu spüren. Aber das wollen wir auch im jungen IPA nicht haben. Es ist eher weich, cremig, samtig im Mund und hat eben diese super Juiciness, die ich eingangs schon angesprochen habe, wo es ja, dann schon einfach in diese saftige Richtung geht, muss man fairerweise gestehen. Aber ich finde hier fast so ein bisschen, und das ist vielleicht der minimale Kritikpunkt, die Bittere doch ein bisschen zu stark nach vorne gestreckt, für meine Begriffe zumindest, und ich glaube, da geht es vielen anderen auch so. In so ein waschechtes New England darf eben nicht so viel Bittere drin sein. 30 Bittereinheiten wären vom numerischen Wert her schon ganz in Ordnung, aber ich finde, sie ist dann einfach dann doch zu präsent und ja, ich hätte es gerne ein bisschen dezenter gehabt. Aber gut, das sind persönliche Geschmackssachen und das mag bei euch vielleicht ganz, ganz anders ausschauen und das ist ja auch völlig okay. Mittlerer Körper. Mittlere, aber doch lebhafte Kohlensäure, schön cremig von der Textur her, liegt auch cremig auf der Zunge, alles fein. Und hinten im Nachtrunk geht es dann eher so ein bisschen Richtung Grapefrucht von der Fruchtseite her. Maracuja arbeitet sich noch so durch, der Rest ist dann schon im Feierabend und die Bittere, wie gesagt, die zieht sich dann relativ gerade durch, ohne dass da jetzt irgendwie was von Pinie oder Harzigkeit auftaucht. Das ist alles nicht der Fall hier, sondern es ist einfach eine schöne, klare, grasige Bittere, die den Nachtrunk mit der Grapefrucht zusammen dann eben dominiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut. Es ist ein richtig schön trinkbares Bier. Ich mag es auch, wenn es ein bisschen hopfiger zugeht, auch wenn es ein bisschen bitterer zugeht. Und muss jetzt an der Stelle mal meine persönlichen Vorlieben nach vorne kehren. Ich mag es fruchtig, ich mag es bitter. Insofern ist das Cumber Island durchaus ein Bier nach meinem Geschmack. Und deshalb gibt es von ProbierTV für das Cumber Island 4,5 Punkte für das Cumber Island aus Sion in Bayern. Und ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Solltet ihr, wie gesagt, noch kein Abo haben, da unten schnell nachholen. Und für die, die eins haben, da oben ein Video schauen, da unten ein Video schauen. Und die nächsten Minuten sind gerettet. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.